Okay, today we're gonna Heute geht's um belegte Brötchen. Es gibt Burger, und zwar Oklahoma-Style. So lecker. Ich drück sie richtig flach. Ich mach sie platt. Und jetzt legen wir los. Aber jetzt zu den Burgern. Zuerst das Fleisch und ein paar Zwiebeln. Ein Oklahoma-Burger wird richtig fest auf den Grill gedrückt. Sehr beliebt. Ich heize den Grill an, damit der Zucker karamellisiert und das Fleisch scharf anbrät, wenn wir es auf die gusseiserne Oberfläche legen. Also à la plancha grillen. Wir cooking à la plancha here, which means on a flat, hot surface. Ich habe hier zwei besonders milde Zwiebeln. Man kann Vidalia oder jede andere Sorte verwenden, nur je milder, desto besser. Ein echter Oklahoma-Burger braucht eine Spezialsoße und diese Soße dauert mindestens 3 Stunden. Deshalb verwenden wir hier lieber meine Spezialsoße. Die geht schneller. Sie besteht aus Mayo oder besser Schmand, Ketchup und Relish. Ich habe da noch Spezialtipps, aber dazu später. Den Burger Patty mag ich am liebsten mit 80% Proteinen und 20% Fett. Das Fleisch hier hat eine tolle Konsistenz und durch den geringen Fettanteil schießen auch seitlich keine Flammen hoch. Die Zwiebeln schneidet man am besten mit einer Mandoline oder einer Reibe mit Box und großem Reibeschlitz. Jetzt kann man die Zwiebel ganz leicht reiben. Oklahoma-Burger sind super dünn und mit milden Zwiebeln. Die restlichen Zwiebelstückchen hebe ich für einen anderen Tag auf. Nun zum Fleisch. Ich lege meinen Ring hier rein, dann kann ich richtig loslegen. Ich verwende für Burger grobkörniges Salz. Dadurch bildet sich eine schöne Kruste. Und natürlich schwarzen Pfeffer. Für mich gerne reichlich. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Und dann geht's ans Kneten. Ich verwende neutrales Öl, durch das man auf der heißen Grillplatte richtig hindurchsehen kann. Ich gebe einen Spritzer drauf und knete das Fleisch durch. Und anstelle von Patties mache ich eine Art Hackfleischbällchen ohne weitere Zutaten. Nun habe ich meine 4 Bällchen. In die eine Seite drücke ich die nun richtig fest hinein. Es muss nicht perfekt sein. Teilt sie nur gleichmäßig auf. Wenn ich das Fleisch dann auf den Grill lege, drücke ich die Zwiebeln mit einem Fleischwender fest. Jetzt das Öl. Die Zwiebeln nach unten. Und nochmal. Zwiebeln nach unten. Und noch einmal. Wie das duftet. So good. Und jetzt der Spaß. Runterdrücken. Riecht wunderbar. Ich passe auf die kleinen Dinge auf. Es dauert wohl noch. Aber der hier ist fertig. Sieht gut aus. Die Zwiebeln sind perfekt. Ich drehe sie um, damit die Zwiebeln schön bräunen. Fantastisch. Die sind heiß. Ihr seht gut aus. Weiter so. Okay, now, in the edge. Und dazu gibt es Relish. Relish. Ketchup. Ketchup. Worcestershire. Worcestershire. Schmand. Cheese. Käse. Und knackigen Eisbergsalat. Little crunchy iceberg. Für die Spezialsoße verwende ich keine Mayo. Das wird zu dünnflüssig. Ich nehme stattdessen Schmand.
And I like adding the tang of sour cream. If I was going to use mayo, alternativ würde ich Aquafaba verwenden. Das ist eine Art Kichererbsen-Mayo. Man grillt Burger ja oft im Sommer und dann ist es sicherer, wenn man eine Soße verwendet, die kein Ei enthält. Aber wenn ich meine Spezialsoße hier zu Hause mache, verwende ich als Basis Schmand. Wichtig ist nur die Ausgewogenheit der Zutaten. Ich mache in der Regel immer etwas mehr. Ich habe ja hier nur 4 Patties. Aber wenn die Leute den Burger essen und ihnen die Soße schmeckt, wollen sie gegen Ende immer noch einen Nachschlag für den Rand des Burgers. Ich gebe Ketchup dazu. Etwas Relish. And then because it's beef, und weil es Rindfleisch ist, viel Worcestershire. Yeah. Salt and pepper. Salz und Pfeffer. Give that sucker a stir. Gut durchmischen. Da die Burger fast fertig sind, 4 Minuten auf einer Seite und 2 auf der anderen, kommt jetzt der Käse dran. Doppelte Menge für meinen Mann. Keinen Doppelburger, nur doppelt so viel Käse. Ich schalte den Herd aus und die Burger können noch ein wenig nachgaren. Das heißt, das Fleisch brät noch etwas, während der Käse schmilzt. Die Burger sehen perfekt aus. Ich hole sie raus, damit sie nicht weiter garen. Sie sind top. Der Käse ist schön geschmolzen, das Fleisch ist nicht zu stark gebraten. Die Zwiebeln sehen gut aus. Ich lege sie hier rein und lasse sie einfach ruhen. Blue plate special. Auf den blauen Spezialteller. Burgerbrötchen. Geschnittene Essiggurken bis in die letzte Ecke. So muss das sein. Knackigen Salat und die doppelte Menge Dressing. Spezialsoße auf den Boden und auch obendrauf. Man braucht ja Soße auf dem Salat. Das ist Johns idealer Oklahoma-Burger. Zweifach Käse, Zwiebeln und nochmal richtig dick Soße obendrauf. A slather. Ooh, you sexy beast. Look at that. Super leckere Oklahoma Burger mit Ranch Kroketten. Minuten oder weniger. Köstlich.